Sie wissen, Zbigniew Brzezinski oder Joseph Nye oder wie all diese klugen Köpfe heißen, sie sagen ganz offen, die USA, kein Geheimnis, wird irgendwann implodieren wie alle anderen imperialen Mächte der Welt. Der Kapitalismus war so heiß gelaufen, dass man neue Märkte erschließen musste oder er wäre zusammengebrochen. Also hat man die Ostblockstaaten als billige Rohstofflieferanten gewonnen und als Abnehmer von westlichen Fertigprodukten. Die DDR war ein Sonderfall. Die DDR fiel nicht in ein Vakuum, sondern sie wurde ja verpackt in neuen Bundesländern, einverleibt der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist die Geburtsstunde dessen, was wir jetzt hier erleiden. Nämlich eine ganz neue Dimension der Privatisierung und eine Gehirnwäsche, um uns diese Dreiteilung der Wirtschaft vergessen zu machen. Unsere Altvorderen haben sich abgeschuftet unter widrigsten Bedingungen, damit es uns mal besser geht. Aber nicht dafür, dass wir dieses Vermögen an den Roulette-Tischen der Börsen verjuxen. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die einleitenden Worte von Herrn Jörg Drews und vielen Dank an die Veranstalterinnen und Veranstalter dieses netten Abends, der hoffentlich nicht nur unterhaltsam ist, sondern auch lehrreich. Und ich selber komme aus dem äußersten Norden Deutschlands, aus Flensburg. Da sind 2 Kilometer noch bis Skandinavien. Ich freue mich sehr, jetzt sozusagen ganz in den Osten zu kommen. Da, so weit bin ich noch nie gekommen. Das finde ich aber wunderbar. Das freut mich sehr. Und es freut mich auch deswegen, meine Frau ist in der DDR aufgewachsen, hat in der DDR einen Teil ihres Berufslebens absolviert. Und wir besuchen jetzt auch immer viele gute Freunde in Thüringen und in Sachsen. Gerade gestern haben wir wieder bei einer guten Freundin übernachtet, heute Nacht in Dresden, und sind jetzt hier rübergekommen. Und wir beide freuen uns sehr, hier bei Ihnen sein zu dürfen, unter diesen netten, aufgeschlossenen Menschen. Ja, was ist jetzt das Thema? Es wurde schon gesagt von Herrn Drews, die Mache hinter den Kulissen heißt mein Buch. Ich habe jetzt leider kein Exemplar dabei, aber mit dem Untertitel, wie transatlantische Netzwerke heimlich die Demokratie unterwandern. Das ist ja in sich schon ein Widerspruch, heimlich und Demokratie. Wir alle wissen, dass Demokratie öffentlich ist. Es muss alles nachvollziehbar sein, alles durchaus in der öffentlichen Diskussion ausgearbeitet und beschlossen, und es muss auch nachvollziehbar sein für alle Bürger, wenn es einmal beschlossen ist. Heimlich, das merkt man jetzt an folgendem Tatbestand, dass nämlich immer wieder bei Umfragen herauskommt, dass ungefähr 2 Drittel der Bevölkerung sich eine Gesellschaftsordnung wünschen, die die Vorteile von Kapitalismus und Sozialismus miteinander vereinbaren und daraus das Beste im Sinne der Menschen machen. Was passiert tatsächlich? Wir werden immer radikaler in eine immer brutalere Form von Kapitalismus hineingetrieben, und irgendwann wird dann wahrscheinlich auch nochmal eine Atemluftmaut oder sowas eingeführt. Alles wird ökonomisiert. Zum anderen, was wir auch spüren, 2 Drittel der Bevölkerung. Könnte ich bitte ein Glas Wasser haben? Das ist hier unten, sehe ich. Entschuldigung. 2 Drittel der Bevölkerung sagen immer wieder bei Umfragen, wir möchten gerne, dass Deutschland eine unabhängige Außenpolitik führt und Sicherheitspolitik. In freundlicher, aber klarer Distanz zu den Mächten dieser Welt, zu China, zu Russland, zu den USA. Was sehen wir tatsächlich, besonders nach der sogenannten Ukraine-Krise, die keiner billigen kann, und besonders die Auslandseinsätze in Mali oder Afghanistan. Dort sind gerade ostdeutsche junge Männer an gefährlichen Fronteinsätzen überproportional beteiligt. Also, es ist eine Diskrepanz zwischen dem, was die Menschen möchten, und dem, was tatsächlich passiert. Wie kommt denn das?
Das hat vielleicht etwas zu tun mit der Heimlichkeit. Die langjährige Geschäftsführerin der Atlantikbrücke, Frau Beate Lindemann, sagte im Jahre 2003, ganz in kindlicher Offenheit in der Berliner Zeitung, man kann mehr erreichen, wenn man nicht in der Öffentlichkeit arbeitet. Das ist es. Dieses Heimliche, hinter den Kulissen arbeiten, ist eine enorme Erfolgsformel. Wir sehen, dass bei uns auch der Stil der Politik sich ändert. Angeblich sind wir ja in einer repräsentativen Demokratie, aber immer öfter leuchten die Augen von jungen Milchbärten von irgendwelchen transatlantischen Seilschaftsorganisationen, wenn das Wort Governance fällt. Governance, das ist die Art, wie wir jetzt regiert werden sollen. Das heißt, an runden Tischen setzen die Meinungsmacher und überhaupt die einflussreichen Menschen aus Medien, Politik, Militär, Geheimdiensten und Wissenschaft zusammen und entscheiden, was für uns gut ist. Das ist Governance. Und das ist das, was in den USA und in England schon seit 150 Jahren gang und gäbe ist. Die Bevölkerung hat das durchzuwinken und zu schlucken, was Lords und andere einflussreiche Leute von runden Tischen entscheiden. Wir sehen eben nicht nur diese Angleichung. Und wie kommt das? Meine Damen und Herren, ich nenne Ihnen jetzt, ich mache ein kleines Quiz mit Ihnen. Ich nenne jetzt ein paar Namen von Organisationen und Sie zeigen mir durch Handzeichen, ob Sie die kennen oder wenn nicht, dann lassen Sie die Hand unten. Atlantikbrücke, ja, viele, viele Hände, ein Handwald. Natürlich Bilderberger, Trilateral Commission, wird schon weniger, meine Damen und Herren. Transatlantic Policy Network, man sieht es, ja. Und schließlich noch European Roundtable of Industrialists. Ja, Sie sehen eine Schere. Je weniger bekannt, desto einflussreicher. Und deswegen müssen wir uns jetzt mal ein bisschen mit diesen Gruppierungen auseinandersetzen im Laufe der nächsten Stunde. Und weil das jetzt ein Import ist aus den USA, muss ich kurz mal erklären, wie die USA funktioniert in der Hinsicht. Seit dem Bürgerkrieg von 1864 bis 66 herrscht in den USA eine handverlesene Elite von wenigen tausend Männern, den Chosen Few, den erwählten wenigen. Das sind eben ungefähr 1000 Leute, mächtige, superreiche, an der Nordostküste der USA. Die WASPs, die White Anglo-Saxon Protestants, also die weißen angelsächsischen Protestanten. Und es gab natürlich immer wieder Leute wie Henry Ford oder Carnegie, die dann mal da durchbrechen konnten. Aber im Prinzip sind die in einem selbstreferenziellen Orbit, in einem eigenen Planeten sozusagen, abgelöst von der gewöhnlichen Bevölkerung und reproduzieren sich über Generationen. Sie wissen, Henry Vanderbilt IV., es geht schon fast zu wie bei Königen. Da gibt es Internate wie Groton, wo selbst mittelmäßig begabte Menschen wie George Bush II. Zu Herrenmenschen herangedrillt werden. Es geht weiter an den ultra-exklusiven Universitäten, wo ein Semester so viel kostet wie ein Mittelklassewagen. 10 Universitäten, Harvard, Princeton, Columbia und so weiter. An Yale, die sind üppig ausgestattet, milliardenschwer an Geld und an Latifundien. Und innerhalb dieser Universitäten wiederum, wo nur die 1000 Reichsten sind, gibt es dann noch diese ultra-exklusiven Männerbünde, unseren studentischen Burschenschaften nicht unähnlich, die zum Beispiel Skull and Bones in Yale ist, glaube ich, ziemlich bekannt, wo immer ein Mitglied von Skull and Bones in der jeweiligen US-Regierung ist. Und wie die sich reproduzieren, da gibt es den Drehtüreffekt, Revolving Door Effekt. Das heißt, ein Mensch aus dieser Elite wechselt in Führungspositionen unterschiedlichster Branchen hin und her, ist mal Dekan einer Uni, ist dann mal
im Geheimdienst, ist dann mal in der US-Regierung und dann vielleicht wieder Manager in einem Konzern oder Banker. Und damit die sich dann auch schön wenige Leute dann sozusagen ausbreiten können, gibt es das Interlocking Directorate. Das könnte man mit Ämterhäufung beschreiben. Also eine Person häuft unglaublich viele Aufsichtsratsposten um sich herum und wird natürlich im Laufe dieser Anhäufung auch immer wichtiger, immer vernetzter und wird immer besser bezahlt. Das Zauberwort ist ein Fremdwort aus dem Französischen, Esprit de Corps. Selbst wenn diese Leute sich gegenseitig spinnefeind sein sollten, sie werden sich ewige Treue und Loyalität schwören im Kampf um die Futtertröge. In diesem Sinne gab es die runden Tische in den USA. Sie wissen ja auch, so manch einer hat es mitbekommen, in England gab es The Kindergarten, das waren erlesene Lords und Lord Kitchener und Lloyd George, die dann sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Politik in England bestimmt haben. In den USA gab es das auch. Und der entscheidende Wendepunkt 1917, die US-Banken haben ja bekanntlich England und Frankreich finanziell unterstützt, schon seit August 1914 im Krieg gegen Deutschland. J.P. Morgan war so der Konsortienchef dabei. Und die haben natürlich damit gerechnet, dass in einem kurzen Spaziergang Deutschland dann niedergerungen wird. Sie wissen alle, 1917 waren dann Frankreich und Großbritannien pleite, weil diese Megakredite aus den USA waren verbraucht. Und jetzt mussten die wieder rausgehauen werden. Und deswegen, und ab dem Zeitpunkt ist die USA eben selber in den Krieg eingetreten, obwohl sie ja eigentlich sich da raushalten wollten und erst kommen wollten, wenn es die Beute zu verteilen gab. Und man wusste aber jetzt, wenn man gewinnt und man muss viel Völkerreiche wie Österreich-Ungarn oder das Osmanische Reich schön filettieren in einzelne Ministaaten, die man dann beherrschen kann, dann braucht man dafür Experten. Das kann man nicht mehr so einfach wie früher aus dem Ärmel schütteln. Da müssen wirklich kluge Leute her. Das war die Geburtsstunde der Inquiry, der ersten Denkfabrik der Herrschenden in den USA. Und dort waren interdisziplinär Experten aus Geologen, Geografen, Psychologen, Politologen, waren alle dort versammelt, um möglichst fachkompetent Europa zu filettieren. Nach dem Ersten Weltkrieg, nachdem das geklappt hatte, dachte man sich, gut, dann kann man die runden Tische und die Thinktanks zusammenbinden. Das war die Geburtsstunde des Council on Foreign Relations in New York 1921. Und viele Leute sagen ja, der Council, also der Rat für Auswärtige Politik, sei irgendwie eine Geheimloge. Das ist nicht der Fall. Sie haben abgestufte Mitteilungen an die Öffentlichkeit. Manchmal ganz geheim, manchmal verbreiten sie ihre Erkenntnisse über das ganze Volk, über die ganze Welt. Sie haben zwei Zeitungen, Foreign Affairs und Foreign Politics, in denen sie ihre Meinungen kundtun, die jeder lesen kann, jeder. Und sie sind ja kein Politbüro, kein Vatikan. An diesen runden Tischen soll jeder seine offene Meinung sagen. Keiner soll aus seinem Herzen eine Mördergrube machen. Man diskutiert und dann kommt man irgendwann zu einem Konsens und der wird dann angenommen. Und das wird dann runtergereicht an Wissenschaftler oder Multiplikatoren von der Presse. Auch die New York Times ist Mitglied beim Council oder Lockheed, also auch Konzerne sind körperschaftliche Mitglieder. Ein Beispiel, wie das funktioniert. Bin ich zu schnell oder geht's? Es scheint zu gehen. 1954 erklärte der damalige neue Außenminister der USA, John Foster Dulles, im Gebäude des Council on Foreign Relations, im Fernsehen USA-weit übertragen, die neue Militärdoktrin der US-Regierung der massiven Vergeltung. Sie wissen, dass nach den Konferenzen von Yalta die Welt in Interessenssphären aufgeteilt war. Und nun machte man ja den Kalten Krieg auf und dann falls jetzt die Sowjetunion in das Revier der USA oder anderer Westmächte einbrechen sollte, würden die USA sofort mit einem nuklearen Erstschlag reagieren und Moskau niederbrennen.
Sie wissen alle, das hat nicht geklappt, weil gute Doppelagenten wie Erich Fuchs die Formel der amerikanischen Atombomben sofort an die Sowjetunion weitergegeben haben und Wasserstoffbomben und so weiter. Und damit, die sehr schnell in einer Pattsituation waren, funktionierte nicht. Man machte sich jetzt lächerlich, wenn man diese Doktrin weiter aufrechterhalten wollte. Also trennt man sich im Council sehr schnell von dieser Geschichte und hat den jungen Historiker Henry Kissinger von der Harvard-Universität beauftragt, eine neue Militärdoktrin auszuarbeiten. Der hat eine Arbeitsgruppe gebildet und um Einzelfragen zu erläutern, hat man angeschlossene, befreundete Thinktanks wie Brookings Institution oder Rand Corp beauftragt, Einzelfragen zu bearbeiten. Diese Expertisen gingen wieder hoch an die Arbeitsgruppe von Kissinger, wurden dann hochgereicht an den runden Tisch der Superreichen und Turbo-Intellektuellen. Und das wurde irgendwann abgesegnet. 1957 bereits verkündete Henry Kissinger in einem Buch, das in den USA lanciert wurde, die Strategie der flexiblen Antwort, Flexible Response. Wenn jetzt also die Sowjetunion in das Revier der Westmächte einbrechen wollte, dann würde man sofort reagieren mit abgestuften Maßnahmen. Also vielleicht erstmal diplomatischer Austausch, wenn das nicht fruchtet, konventioneller Schlagabtausch, aber auch nuklearer Schlagabtausch war nicht a priori ausgeschlossen. So funktioniert das. Es ist flexibel und es ist viel schneller. Deswegen hat der Council on Foreign Relations die politischen Paradigmen, also die langfristigen Perspektiven der Politik, in einer Weise beeinflusst wie niemand anderes, weil diese Governance-Institutionen sozusagen schnelle Schnellboote sind, flexible Schnellboote zwischen den schwerfälligen Tankern Diktatur und Demokratie. Die Diktatur, da ist ein Diktator, der möchte gerne nur angenehme Nachrichten hören. Ein Reformstau staut sich auf, bis es platzt und es kommt zum blutigen Putsch. Ist nicht sehr rationell. Auf der anderen Seite Demokratie. Da muss ja auch ein Reformbedarf erstmal erkannt werden. Da muss durch Parteien hindurch mühsam durch die Gremien laufen, bis es dann einen Beschluss gibt, ein Programm. Und dann braucht man, wenn man regierungsfähig ist, noch einen Koalitionspartner. Und das kann von der Erkennung des Problems bis zur Lösung 10 Jahre dauern. Ich denke, diese repräsentative Demokratie kann man durchaus schnittiger machen durch direkte demokratische Maßnahmen wie in der Schweiz, wo das Volk 200 Mal im Jahr abstimmen kann über ganz bestimmte Sachfragen. Da ist gar nicht erst dieses große Herumintrigieren und Getue mit irgendwelchen Gremien und so weiter. Ja. Wirklich Bestechende daran ist die Soft Power. Die Amerikaner unterscheiden zwischen Hard Power und Soft Power. Sie bevorzugen die Soft Power, weil die ist viel rationeller. Nämlich die Eliten der Vasallenstaaten, wie es Brzezinski gesagt hat, zu umschmeicheln, für sich zu gewinnen. Und die Hard Power wird nur eingesetzt, also dass man einen mal wegen Olaf Palme über den Haufen schießen muss, wenn es anders nicht geht, oder in ein Land einmarschieren, wenn dann sogar die Bevölkerung sich querstellen sollte. Ist unbeliebt, ist das Mittel der Wahl, ist die Softpower. Schon die Römer hatten damit irrsinnigen Erfolg mit ihrer indirekten Herrschaft. Die haben gesagt, hier gibt einen Schlagabtausch und da zeigt sich gleich, die anderen haben keine Chance. Dann sagen die, keine Angst, wir kriegen das schon hin. Ihr könnt so weitermachen wie bisher, sagen sie zu den Eliten, und Hauptsache, ihr zahlt eure Tribute regelmäßig und haltet eure Bevölkerung für die Pax Romana fest. Das haben die Engländer gemacht mit ihrer Indirect Rule, indirekte Herrschaft. 100.000 Soldaten haben 100 Millionen Inder in Schach gehalten, dadurch, dass sie die Maharajas umworben haben und gesagt haben, kann alles so bleiben, keine Angst, Hauptsache Tribut. Das ist unglaublich kostengünstig, das ist immer das Mittel der Wahl. Könnte aber womöglich demnächst auch vorbei sein, wenn wir weiter so widerborstig werden. Aber ich denke, wir kriegen das friedlich hin. Der Council on Foreign Relations hat mittlerweile Filialorganisationen.
in 170 Ländern dieser Erde, wo auf diese feinnervige Art ganz sanft ein großes Reich schafft, ohne territoriale Annexionen, Eroberungen vorgenommen zu haben. Und auf interkontinentaler Ebene gibt es eben die Bilderberger, die die Eliten der USA oder Nordamerika und Europa einmal im Jahr in einem Luxushotel zusammenbringen. Finde ich aber, die werden maßlos überschätzt. Die sitzen da, engagieren vielleicht Jürgen Trittin mal für ein Referat, kommt dann da an, erzählt denen, wie die ökologische Bewegung in Deutschland tickt, und fährt mit ein paar $1,000 wieder nach Hause. Und er ist deswegen noch lange kein Bilderberger. Ist wirklich, das ist so das A und O bei den angloamerikanischen Eliten, dieses persönliche Kennenlernen, dieses immer noch den anderen einschätzen können über den großen Teich und zu wissen, der Freund so und so drüben in Amerika tickt so, dass ich dem mit einem Telegramm eigentlich so andeuten kann, was wir haben wollen. Dann gibt es die Trilateral Commission, nämlich im Jahre 1973 wollten die Japaner auch gerne mitmachen bei den Bilderbergern. Das wollten die aber nicht. Da hat David Rockefeller, der vor kurzem im Alter von 106 Jahren, mit, glaube ich, dem vierten transplantierten Herz verstorben ist, gesagt, kein Problem, wir bilden jetzt einen dreiseitigen Ausschuss. Das war die Geburtsstunde der Trilateral Commission. Und da sind jetzt die Eliten von Nordamerika, Europa und Ostasien zusammen, treffen sich dort und ist viel fleißiger als die Bilderberger, die sich nur einmal im Jahr treffen. Die treffen sich viermal im Jahr, nicht immer alle, und besprechen ganz bestimmte Sachthemen. Es ist auch keine Geheimloge. Sie können sie googeln. Wir haben eine eigene Seite, Trilateral Commission, ganz offen. Sie können dort lesen, wer in Deutschland dazugehört, nämlich der Chef der DZ-Bank, Herr Kirsch. Oder eben traditionell ist ein Erbhof bei den Trilateral Commission der Chef der Chemiegewerkschaft von Deutschland. Der ist immer dabei. Es wird immer vererbt. Und Sie veröffentlichen auch ihre Arbeiten regelmäßig dort, und das ist durchaus lesenswert, und auch Bücher, wo sie selber als Herausgeber zeichnen. Der Sinn all dieser Netzwerkorganisationen von Land zu Land oder interkontinental wurde von Brzezinski in seinem Buch The Grand Chessboard, die einzige Weltmacht, recht deutlich gemacht. Und zwar, Sie wissen, Zbigniew Brzezinski oder Joseph Nye oder wie all diese klugen Köpfe heißen, sie sagen ganz offen, die USA, kein Geheimnis, wird irgendwann implodieren wie alle anderen imperialen Mächte der Welt. Dann muss aber das Betriebssystem US-Finanzkapitalismus in den Köpfen der Eliten der Vasallenstaaten so drin sein, dass sie das als ihre eigene Sache betrachten und dann von sich aus weiterführen. Wir haben jetzt konkret die Situation, wo im Weißen Haus zum ersten Mal ein Präsident sitzt, der nicht zu dieser Netzwerkorganisation gehört. Und da musste sogar neulich der German Marshall Fund of the US aus dem Busch hervorspringen und sich in der Öffentlichkeit zeigen und sagen, haltet durch, unsere Projekte sind nicht aufgegeben. Wir Deutschen müssen das jetzt weiterführen, das Projekt Amerika, auch gegen den US-Präsidenten. Da sind wir jetzt an dem Punkt. Das ist doch interessant, meine Damen und Herren. Und ist ja ein richtiger Schnittpunkt. Wenn wir jetzt mal auf Deutschland kommen. Atlantikbrücke ist Ihnen allen bekannt, ist in aller Munde. Dürfte eigentlich auch schon verbrannt sein, sozusagen fast. Ich muss mal wieder Wasser trinken. Die Atlantikbrücke wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet von Erich Warburg, einem Hamburger Bankier, der bei den Nazis, weil er Jude war, flüchten musste, an der Wall Street dann in den USA viele wertvolle Kontakte geknüpft hat, und als er seine Bank dann wieder übernahm, nach dem Zweiten Weltkrieg, wollte er gerne diese Kontakte aufrechterhalten. Sein Partner, John McCloy. John McCloy ist der Inbegriff des Drehtürmannes, meine Damen und Herren. Der hatte angefangen als Wirtschaftsjurist an der Wall Street in den 20er Jahren. Er wurde dann von der Anwaltskanzlei
Cravat und Partner an Mussolini ausgeliehen 1926, um für ein Jahr Mussolini zu beraten, wie er am gewinnbringendsten mit einem Megakredit der JP Morgan Bank von 100 Millionen Dollar wirtschaften sollte. Dann finden wir ihn wieder auf der Ehrentribüne bei den Olympischen Sommerspielen 1936 neben Göring sitzend, angeblich um einen Rechtsstreit irgendwie mit Deutschland aus dem Ersten Weltkrieg zu bereinigen. Tatsächlich ist aber immer deutlicher, dass die Wall Street Hitler gefördert hat und dass Hitler viele Vorgaben durchgesetzt hat. Dann finden wir ihn aber auf der anderen Seite, man ist immer als Kriegsgewinner auf der richtigen Seite, im Verteidigungsministerium der USA, ist zuständig für die Luftwaffe, also auch für die Bombardierung in Deutschland. Und kleine Begebenheit, seine Flugzeuge flogen auf die Zwangsarbeiterplantagen von Auschwitz-Monowitz, von den IG Farben, haben die bombardiert. Auf dem Überflug sind sie über die Brennkammern geflogen, Gaskammern, und über die Gleise, die armen Menschen verschleppt haben, nach Auschwitz. Die Bürgerrechtler in den USA haben gesagt, hier, lass doch da auch mal ein paar Bämmchen runter. Kill it! Hat total patzig darauf reagiert. Warum, ist nicht klar, aber es wird, glaube ich, sogar auf einer Gedenktafel in Auschwitz erwähnt, diese Begebenheit. Nach dem Krieg ist er dann zuerst der erste Präsident der Weltbank. Dann finden wir ihn wieder als obersten Kommandanten der deutschen Besatzungsmacht, Hochkommissar, und ist dann noch einige Jahre Präsident des Council on Foreign Relations. Also eine richtig klassische Drehtürkarriere. Dann haben die beiden noch den American Council on Germany gegründet, den amerikanischen Rat über Deutschland in den USA. Die Atlantikbrücke soll die deutschen Eliten anfreunden mit den amerikanischen Eliten. Der American Council on Germany soll die amerikanischen Eliten anfreunden an die deutschen Eliten. Das alleine ist ja noch nicht die Funktion des Council on Foreign Relations. Dazu kommt ja noch sozusagen der Think Tank, die Wissensbildung. Und da haben wir in Deutschland die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, die 1955 gegründet wurde, die im englischsprachigen Raum ganz ungeniert heißt German Council on Foreign Relations. Nur damit der deutsche Michel das nicht merkt, hat es eben im Deutschen diesen Namen Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik erhalten. Dazu kommt die Stiftung Wissenschaft und Politik, die Sie sicher aus dem Deutschlandfunk, aus Expertendiskussionen und so weiter schon gut kennen. Und die kam eigentlich aus dem Geheimdienstmilieu und ist dann immer mehr, ja mittlerweile zu einer eher zivilen Veranstaltung geworden. Und dazu kommt mittlerweile seit 1972 der German Marshall Fund of the US. Daran ist aber nur Deutsch das Geld und das erste Wort da drin, German. 1972 hat Willy Brandt gerade einen Umsturzversuch im Deutschen Bundestag heil überstanden und flog rüber in die USA, um der Gründungsfeier des German Marshall Fund of the US beizuwohnen. Und er hatte als Geschenk für diese Gründung 150 Millionen D-Mark deutsche Steuergelder mitgebracht als Stiftungskapital. Dazu kamen noch einmal 100 Millionen im Laufe der Zeit. Und all diese Schenkungen wurden vom Bundestag einstimmig gebilligt. Der German Marshall Fund of the US ist wichtig. Er ist einerseits eine Denkfabrik, zum anderen aber auch eine Kaderschmiede. Das heißt, Kader für zum Beispiel den Ostblock. Da hat es ganz entscheidende Rolle gespielt. Also als der Warschauer Pakt zusammenbrach, hatte man bereits ausgebildete polnische, bulgarische, russische, ukrainische Kader gebildet, die dann in dieses politische Vakuum hineingestiegen sind. Das ist so der Kern der US-amerikanischen Soft Power in Deutschland.
Das Gemeinsame daran ist, dass man dort nicht Mitglied werden kann, keinen Mitgliedsantrag stellen kann, sondern Talentscouts suchen, wo sind Leute, die sind vielversprechend, die können wir für uns gewinnen. Und dann werden die angesprochen und dann werden diese Nachwuchskräfte dann sicher einsehen, dass die eigene Karriere schneller vorangeht, wenn sie sich dieser starken Gemeinschaft anschließen. Und zum anderen, ja, sie werden alle aus deutschen Steuergeldern bezahlt, ohne dass der Steuerzahler sie kennt. Und ich habe 2007 damit angefangen, diese Szene genauer zu beobachten. Und ich habe längst den Überblick verloren über alle diese Metastasen. Nur ein paar Namen, also schlaglichtartig als kleine Atmo. Deutsche Atlantische Gesellschaft, Körperstiftung, Atlantische Initiative, Espen-Institut, Stiftung Neue Verantwortung, American Academy, American Institute for Contemporary German Studies, Council on Public Policy, Goldman Sachs Foundation, Hertie School of Governance und so weiter. Kurzer Überblick über die Geschichte. In den 50er Jahren war das noch ein kleines Häuflein und relativ einflussarm. Man zog aber jetzt neue Kräfte heran. Willy Brandt, Helmut Schmidt, Walter Scheel, um nur ein paar Namen zu nennen. Und dann gab es in Deutschland schon den ersten Machtkampf. Und zwar zwischen den Gaullisten und den Transatlantikern. Konrad Adenauer hatte vor, mit de Gaulle zusammen, also mit Frankreich zusammen, ein Gegengewicht gegen die US-amerikanische Hegemonie zu bilden. Strauß war ja sein Atomminister zuerst und dann Verteidigungsminister. Man hatte also auch vor, so eine eigene Atomnuklearmacht zu bauen. Und im Hintergrund durchaus mit der Sowjetunion, mit Khrushchev. Ja, und dann passierte etwas, was die dann doch sehr schnell völlig lahmgeschossen hat. Und zwar war es so üblich, dass Sie wissen, der BND, Bundesnachrichtendienst, ist ja auch eine Filialorganisation der CIA, im Büro in Hamburg, die hatten ein eigenes Büro in Hamburg, und dann haben die mit der Verbindungsoffizier dort, hat dann regelmäßig die Chefredaktion des Spiegel besucht, und man hat dann so die inhaltliche Linie des Spiegels diskutiert. Und dann hat der Verbindungsoffizier auch mal ein nicht schmeichelhaftes Protokoll über ein Manöver der Bundeswehr mitgebracht. Und das wurde dann im Spiegel sofort getitelt, bedingt einsatzbereit. Falex 62, bedingt einsatzbereit, war eine große Blamage. Und das, was man vorausberechnet hatte, passierte. Strauß sah rot, hat alle rechtsstaatlichen Wege übersehen und hat dann den Herausgeber Rudolf Augstein und Konrad Ahlers, den Chefredakteur, ins Gefängnis gebracht. Es gab einen Riesenskandal, die Spiegel-Affäre. Das können Sie nachlesen bei Heinz Höhne, Pullach intern. Und damit waren die Gaullisten dann, Strauß musste zurücktreten, damit waren die Gaullisten eigentlich lahmgeschossen. Adenauer ging zum Rosenzüchten nach Röndorf und der Transatlantiker Erhard wurde dann neuer Kanzler. 1969 ist dann der Totaltriumph der Transatlantiker, sage ich mal paradox, das für uns Ältere klingt. Weil wir haben uns ja gefreut über die Entspannung und den Wandel durch Annäherung und so weiter. Tatsächlich war aber ja diese von Brandt und Scheel, Brandt war Mitglied im Atlantikbrücke und Walter Scheel war später 5 Jahre Präsident der Bilderberger, war nichts Besonderes, war kein deutscher Sonderweg. In den USA, Kissinger und Nixon waren viel öfter in Moskau und Beijing als Brandt und Scheel. Ganz einfach, der Kapitalismus war so heiß gelaufen, dass man neue Märkte erschließen musste oder er wäre zusammengebrochen. Also hat man die Ostblockstaaten als billige Rohstofflieferanten gewonnen und als Abnehmer von westlichen Fertigprodukten. Und so hat man die Krise dann erstmal vertagt. Dann in den 70er Jahren gab es mal eine Krise in dieser Szene wegen dem Vietnamkrieg. Die Tassen flogen ziemlich tief und außerdem war die Jugend nicht mehr bereit, diesen Weg mitzutragen. Und dann haben die eine eigene Subkultur entwickelt und die Transatlantiker
drohten irgendwie auszusterben an Überalterung. Man reagierte darauf flexibel, die Haare wurden länger im Council und die Bärte wuchsen und sogar Frauen durften nicht nur mitreden, sondern jetzt voll Mitglied sein. Die wichtigste Erneuerung, theoretische Erneuerung in den 70er Jahren war die Interdependenztheorie. Interdependenz heißt, alles ist von allem abhängig. Und zwar durch die Weltordnung von Bretton Woods war jetzt sozusagen der Welthandel freigemacht durch die Organisation UNO, IWF, Weltbank und damals GATT, die Welthandelsorganisation oder heute WTO heißt das Ding. Und dadurch, durch diese erleichterten Welthandelsbedingungen, waren jetzt Konzerne, globale Konzerne, so mächtig geworden, dass sie mit ihrem Umsatz, mit dem Bruttoinlandsprodukt mittlerer Staaten schon konkurrieren konnten. Die Nichtregierungsorganisationen wie UNO, IWF und so weiter haben die nationalen Grenzen ignoriert und sozusagen sich völlig in einer globalen Logik bewegt. In dieser Situation hat die Trilateral Commission gesagt, muss die Welt neu geordnet werden. Der Wildwuchs muss neu geordnet werden, neu hierarchisiert werden und es muss an runden Tischen Governance eingeführt werden. Das heißt, neben den Nationalstaaten müssen jetzt Konzerne, Globalkonzerne und Nichtregierungsorganisationen mitregieren. Die Nationalstaaten haben sich zurückzunehmen und in Zukunft sind sie dann nur noch einer von vielen Playern. Und ja, das war so die wesentliche Auffassung. Ich habe in meinem Buch noch geguckt, sind transatlantische Orientierung, also die Orientierung konzentrisch um Council on Foreign Relations, immer schon marktradikal gewesen, wie es heute ist, oder war es mal anders? Es war mal anders und Kennedy und Johnson war ein keynesianisches Projekt vorherrschend und das wurde auch mitgetragen. In Deutschland, die Große Koalition hatte eben auch in dieser Zeit dann eben einen starken Staat gefördert, der in die Wirtschaft eingreift und stärkend wirkt und antizyklisch, also wenn da Konjunkturdellen sind, durch Staatsausgaben das wieder vorangebracht und Geld wieder zurückgezogen aus dem Markt, wenn die Konjunktur zu überhitzen drohte. Aber es entwickelte sich erstens in Deutschland der Neoliberalismus. Ludwig Erhard, Müller-Amack, Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow. Ehrenwerte Leute, die einfach keine Planwirtschaft für alle Bereiche wollten und die eine gerechte, sozial ausgewogene Politik wollen. Und das führte nun dazu, dass wir sehr glückliche Zeiten im Westen gehabt haben, wo die soziale Schere nicht so auseinandergeklafft ist wie heute. Die wurden aber weggemobbt. Wenn wir jetzt von Neoliberalismus reden, ist das völliger Quark. Den gibt es nicht mehr. Den hat es in Deutschland gegeben. Was jetzt vorherrscht, ist der Marktradikalismus. Die Schule die österreichische Schule von Friedrich von Hayek und die amerikanische, die Chicago-Schule von Milton Friedman. Deren Theorie ist, jede wirtschaftliche Schwierigkeit in der Wirtschaft führt, kommt von daher, dass der Staat sich eingemischt hat. Der Staat muss sich aus allem raushalten und muss nur die Sicherheit des Vertrages, die Sicherheit der Verkehrswege aufrechterhalten und sonst sich da raushalten, die Sicherheit des Eigentums. Aber ansonsten gestalterisch muss er sich völlig raushalten. Alles andere machen kluge Konzernherren. Milton Friedman hat seine Theorie gleich sozusagen in die Praxis umgesetzt mit seinen Chicago Boys. Das heißt, es wurde schon mal exemplarisch in Ländern der Dritten Welt ein Laborexperiment auf nationaler Ebene gemacht, ob es funktioniert. In Indonesien, der Putsch 1965, wo der demokratisch gewählte Präsident Sukarno durch den General Suharto ausgetauscht wurde, wo 500.000 bis 3 Millionen Indonesier ermordet worden sind, die diesem neuen Modell im Wege standen. Dann ging es weiter am 11. September 1973 in Chile. Da waren dann, Allende wurde gestürzt, 30.000 Gegner des Marktradikalismus wurden ins KZ gesteckt und es kam dann zu der Situation, dass man das dann die Chicago Boys
also Milton Friedman und seine Schüler jetzt ausprobierten, wie funktioniert dieser Marktradikalismus. Das kam dann noch zusätzlich in Argentinien und in Uruguay zum Tragen. Ende der 70er Jahre stellt man fest, aha, der Kollateralschaden ist zwar bedauerlich, aber die Ökonomie existiert weiter. Daraufhin wurde das auf die Weltbühne gehoben. Ronald Reagan in den USA, Maggie Thatcher in England haben das dann durchgezogen. Mit entsprechender Kaltschnäuzigkeit und Sicherheit mit diesen Laborexperimenten. In Deutschland 1982 das Lambsdorff-Papier, Sie haben vielleicht neulich noch mal in der Anstalt davon gehört, forderte eine solche Kurskorrektur auch für Deutschland. Das klappte aber nicht. Und zwar ganz einfach, Helmut Kohl wäre sicher gerne der deutsche Ronald Reagan geworden, aber es klappte nicht. Weil wir haben in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Skandinavien traditionell eine Dreiteilung der Wirtschaft. Da ist auf der einen Seite die genossenschaftliche Wirtschaft, dann auf der anderen Seite die öffentlich-rechtlich-staatliche Wirtschaft. Und nur da, wo Profitwirtschaft nicht allzu viel Schaden anrichtet, war traditionell seit Preußen erlaubt auch privatwirtschaftliche Tätigkeit. Das hielt sich auch, bis dann ein Dammbruch von außen die Sache durcheinander gebracht hat, nämlich der Zusammenbruch des Ostblocks, des Comecon, des Warschauer Paktes, der Zusammenbruch der Sowjetunion. Die Länder im Osten gerieten in ein in ein Vakuum hinein. Und in dieses Vakuum sind dann die Eliten von der German Marshall Fund of the US und der Soros-Stiftung hineingekommen und haben dort ein neues marktradikales Modell aufgebaut. Das brachte das alte Europa, dieses neue Europa, brachte das alte Europa total ins Wanken. Die Löhne sind im Westen dann in den Keller gesackt und die Sozialstandards wurden geschleift. Die DDR war ein Sonderfall. Die DDR fiel nicht in ein Vakuum, sondern sie wurde ja verpackt in neuen Bundesländern, einverleibt der Bundesrepublik Deutschland. Und das, meine Damen und Herren, war die Geburtsstunde jenes Elends, an dem wir jetzt heute halbwegs zugrunde gehen. Es war die Stunde einer neuen Kaste von Privatisierungsgewinnern, die heute ihr Unwesen in ganz Deutschland treiben. An einem Beispiel: Kombinate, wie Sie wissen, sind staatliche Betriebe gewesen, die ihre Überschüsse an den Staat DDR überwiesen haben. Das war eine größere Einnahmequelle als die Steuern. Das wurde nun, weil die Kombinate, wie Sie eben wissen, vielfältige Aufgaben hatten, also Sozialbereich, Kulturbereich und so weiter, wurde ein Teil dieses Gewinnes zurückgeführt zu den Kombinaten. Das wurde geschleust über DDR-Banken, aber nicht, waren keine Kredite, sondern eben einfach eine Rüberschleusung, wurden aber dummerweise in diesen DDR-Banken, die keine Banken im kapitalistischen Sinne waren, als Kredite verbucht. Als jetzt der Zusammenbruch der DDR vor der Tür stand, haben das schlaue Köpfe im Westen mitbekommen und haben sich dann von Appel und Ei über die Veruntreuhand dann diese Banken gekauft und haben dann diese Kredittitel gehabt, diese angeblichen Kredittitel, haben die gefordert, auch von kerngesunden Kombinaten, plus 10% Zinsen, und haben dann gesagt, das wollen wir jetzt sofort zurückhaben, ihr schuldet uns das, obwohl jeder gesagt hatte, Quatsch, Blödsinn, das sind doch überhaupt keine Anleihen, das sind lediglich Gewinnrückführungen. Klugerweise war im Westen eine Instanz errichtet worden durch das Bundesfinanzministerium, der Erblastentilgungsfonds. Die Erblast, die im Schweiße erarbeitete Volksvermögen der DDR, war ein Erblast. Und dieser Erblastentilgungsfonds, da sollten aus Steuermitteln von Ostdeutschen und Westdeutschen die Verluste von Investoren, westlichen Investoren im Osten ausgeglichen werden. Jetzt sind die da hingegangen und haben gesagt, hier, also unser Kombinat hier, wo wir die Kredittitel gekauft haben, ist leider aufgrund dessen pleite gegangen. Wir wollen das Geld jetzt von euch zurückhaben. Auf diese Tour, durch diese angeblichen Kredite, haben die Steuerzahler in Ostdeutschland, in Westdeutschland gleichermaßen diesen Abenteurern, diesen Freibeutern,
200 Milliarden D-Mark geschenkt. Während man in der DDR alle Menschen unter Pauschalverdacht gesteckt hat, sie seien alle Stasi-Spitze und sie aufeinander womöglich losgegangen sind, und während man die Ostdeutschen dann mit diesem schönen Titel Ossis versehen hat und damit sozusagen unfähig machten für die wirkliche Wiedervereinigung von Deutschland, sind die Gangster dann unbemerkt weggelaufen. Das erinnert mich an Komödien aus den 50er Jahren, wo so ein Markt ist und da stiehlt einer was von so einem Marktstand und dann entsteht da schon Aufregung und dann geht jemand anders weg und der Dieb ruft dann, haltet den Dieb, und alle rennen hinter dem Dieb her und er selber kann dann unbehelligt weglaufen. So sind diese Leute dann weggelaufen, unbehelligt, und andererseits haben Absolventen von westdeutschen Universitäten in Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre im Osten Privatisierer gespielt, haben sich pro Stunde 1000 D-Mark aufschreiben lassen, was dann auch von der Treuhand dann anstandslos überwiesen wurden, haben da ihr Unwesen in den Kombinatsbüros getrieben. Und da musste die Steuerzahler in Ostdeutschland und Westdeutschland gleichermaßen im Jahre 1993 450 Millionen D-Mark an diese Milchbärte bezahlen, meine Damen und Herren. Das war prima. So gestärkt hat man sich gesagt, wow, wenn das so völlig ungestört abgeht, dann machen wir das doch in ganz Deutschland. Und das ist die Geburtsstunde dessen, was wir jetzt hier erleiden. Nämlich eine ganz neue Dimension der Privatisierung und eine Gehirnwäsche, um uns diese Dreiteilung der Wirtschaft vergessen zu machen. Und hurra, wieder eine Landesbank aufgelöst, schon wieder was privatisiert. Wir brauchen doch keine Landesbanken, wir brauchen doch keine Sparkassen. Ja, und neue Akteure, weil hier wurde so viel Geld angehäuft, dass das dann abgeleicht wurde in Stiftungen. Stiftungen sind Steuerbefreiungsmodelle, wo man ein Kapital hat, das ist steuerbefreit, und auch dann die Zinserträge sind steuerbefreit. Wir hatten im Jahre 2000 10.000 Stiftungen. Heute haben wir 22.000 Stiftungen, die schätzungsweise ein Vermögen von 100 Milliarden Euro bei sich horten. Und ich sage mal, wir haben jetzt also die Situation, dass Stiftungsherren wie dereinst Könige oder Fürsten in selbstherrlicher Manier bestimmen, wer in den Genuss von irgendwelchen Wohltaten gerät. Ich nenne das neofeudale Backschischwirtschaft. Es ist kein Rechtsanspruch mehr da, es ist auch keine, über das Geld stimmt nicht die demokratische Gemeinschaft ab, wer in den Genuss kommen soll, sondern dass irgendwelche dubiosen Stiftungsherren teilen jetzt aus ihrem Füllhorn aus. Danke. Steuerflucht, Steuerbetrug, Steuervermeidung ist Volkssport. Geschätztes Steuerfluchtgeld aktuell 190 Milliarden Euro im Jahre 2014. Der Bund nahm damals ungefähr 250 Milliarden Euro ein. Das macht zusammen 440 Milliarden Euro aus. Wir könnten alles finanzieren, zufriedene Beamte, unbestechlich, gut bezahlt, ausgeschlafen, einen guten Sozialbereich, guten Kulturbereich. Man bräuchte sich nicht zu profilieren als Politiker, dass man jetzt wieder irgendwo ein Kulturetat gestrichen hat. Welch ein Staatsvermögen wäre das? Der Staat ist nicht handlungsunfähig. Es ist so, als wenn man jemanden ins Bein schießt und sagt dann, guck mal, da kann doch gar nicht gehen, da kann das doch gar nicht machen. Ja, und eine Stiftung ist Staat im Staate, Bertelsmann. Das ist die Kraft der zwei Herzen. Das eine Herz ist die Bertelsmann Stiftung, das andere Herz ist der Medienkonzern Bertelsmann. Die arbeiten sich prima zu, gegenseitig. Auf der einen Seite, wenn die Bertelsmann Stiftung irgendwelche Ideen ausgeheckt hat, die dann den Menschen draußen im Lande vermittelt werden sollen, dann macht das eben der Bertelsmann Konzern mit seinen Medien RTL,
Spiegel, Stern. Und wenn der Konzern jetzt irgendwie steuerbefreit ein Kostenersparnismodell entwickeln lassen will, dann macht das die Stiftung. Wunderbare Arbeit, und sie sind so wichtig und mächtig, dass Günter Thielen, der langjährige Präsident der Bertelsmann Stiftung, gesagt hat, es ist uns egal, wer regiert. In der Tat, sie haben damals, als Kohl dann nicht schnell genug ihre Vorgaben umgesetzt hat, dann eben Schröder und Fischer eingesetzt, die nicht nur den ersten völkerrechtswidrigen Angriff auf ein anderes Land seit Hitler zustande gebracht haben, nämlich auf Jugoslawien, sondern auch eine beispiellose Enteignungswelle in Deutschland losgetreten haben. Sie arbeiten mit dem Zentrum für Hochschulentwicklung sehr dezent daran, dass auch hier 10 Exzellenzuniversitäten mit allen Mitteln ausgestattet sind und alles forschen dürfen und alles denken dürfen. Und darunter dann tausende von Clip-Universitäten, wo dann das Wasser durch die Aula rieselt, so wie es in den USA gang und gäbe ist. Das Projekt Schule und Co. in Nordrhein-Westfalen, dort sind 250 Schulen, die werden als betriebswirtschaftlich autonome Einheit geführt, kapitalistisch profitorientiert. Sind natürlich noch nicht an der Börse, aber es ist in Arbeit. Und das Land Nordrhein-Westfalen hat sogar 200 Lehrer neu eingestellt, nicht um den Lehrermangel zu beheben, sondern um für diesen Vorgang staatlich bezahlte Controller zu haben, für diesen Privatisierungsgang. Und Sie wissen, kurz vor Ende der letzten Wahlperiode hat die Bundesregierung noch ein Gesetz durchgebracht, das genau diese Sachen möglich macht. Klingt so alles sehr selbstlos, das Volk, der Staat, der Bund soll die armen Länder unterstützen und die Kommunen, aber um den Preis, dass jetzt der Bund ganz anders mitarbeiten kann und mitreden kann, mit der Möglichkeit, dass auch Konzerne mitarbeiten an Schulen. Ich lebe ja mit meiner Frau in Marburg, und da haben wir hautnah mitbekommen, was es heißt, Krankenhäuser zu privatisieren. Auch von Bertelsmann unterstützt. Das Universitätsklinikum Gießen hatte rote Zahlen geschrieben. Das Universitätsklinikum Marburg hatte schwarze Zahlen geschrieben. Damit das zusammen, sage ich mal, attraktiv über den Ladentisch gehen kann, wurden die beiden zwangsfusioniert. Ein Riesenunsinn. Und dann als nächstes dann an die Börse gebracht, oder nicht an die Börse, über den Ladentisch, an Rhön-Klinikum, einen privaten, profitorientierten, ich glaube sogar, es ist eine Aktiengesellschaft, keine Ahnung, und dann an Fresenius Medical Care. Die Leute haben da fürchterlich zu leiden, haben demonstriert, haben Institute besetzt, es hat alles nicht interessiert. Auch Verwaltungsakte werden privatisiert. Da gibt es den Unterkonzern Arvato, der arbeitet in England schon nach dem Modell, in Würzburg sollte es durchgesetzt werden. Die Gewinnquelle dafür ist die Automatisierung und die Personaleinsparung. Und das ist so die Basis, wie man dann Geld verdienen will. Dann werden Sie also in Zukunft nicht mehr eine Person antreffen, der Sie meinetwegen den Wunsch um Erhöhung des Wohngeldes vortragen und vielleicht noch jemand in die Augen gucken kann, sondern Sie werden das alles online machen. Terror des Qualitätsmanagements kommt auch dazu, ist Vorbereitung der Privatisierung. Es geht nicht darum, eine neue Kaste von Schmarotzern zu alimentieren in erster Linie, sondern es geht darum, alles bereit für die Börse zu machen, um quantitativ vergleichbar zu machen, was eigentlich qualitativ nicht zu vergleichen ist. Also die Skalpelldrehung eines Herzchirurgen mit der Schlüsseldrehung eines Hausmeisters irgendwie quantitativ vergleichbar zu machen. Auch wenn das Hokuspokus ist, es ist unerlässlich, um das Ganze in Wert zu setzen. Der Dokumentationszwang, Krankenschwestern, wissen Sie alle, sind jetzt hauptsächlich damit beschäftigt, jeden Furz, der in der Station passiert ist, aufzuschreiben, anstatt jetzt noch sich um die Patienten zu kümmern.
Die Automatisierung ist die Grundlage, dass das Ganze rentabel wird und an die Börse kommt. Automatisierung hatten wir in der industriellen oder nach der industriellen Revolution und jetzt haben wir die Automatisierung von so anspruchsvollen Dingen wie Dienstleistung. Dann weiß natürlich auch, auf den Faktor Mensch kann man darin nicht ganz verzichten, aber bitteschön, er soll nichts kosten. Das ist die Stunde des Ehrenamtes, des zivilgesellschaftlichen Engagements. Das Beste im Menschen, seine Hilfsbereitschaft, seine Liebe, seine Empathie, wird hier missbraucht, um diese Kalkulation der Privatisierung und der des gewinnbringenden Geschäftes zu realisieren. Natürlich muss ja der Sterbende auch von irgendeinem Menschen betreut werden und wenn die Krankenschwester Dokumentation schreiben muss, dann muss das eben ehrenamtlicher machen. 23 Millionen Deutsche sind angeblich ehrenamtlich tätig. Da ist natürlich auch der Bursche mit drin, der im Squash-Center ein Klo putzt, um 2 Stunden kostenlos Squash spielen zu können. Es gibt in jeder größeren Stadt eine Freiwilligenagentur. Da sitzt meistens ein hauptamtlich Beschäftigter. Das ist irgendein lokaler Grüner, der endlich mal regelmäßig Geld verdient. Und bundesweit gibt es eben einen Dachverband der Freiwilligenagenturen, dessen Geschäftsführer war bis vor kurzem Michael Kellner, der jetzt für die Grünen die unsäglichen Jamaika-Verhandlungen managt. Und im Vorstand sitzen nicht nur ganz oben die Vertreter der Sozialverbände, der Kirchen, der kommunalen und Länder- und Bundesebenen, sondern natürlich an noch exponierterer Stelle private Banken und Unternehmensberatungsstellen. Das war jedenfalls, als ich das Buch geschrieben habe, aus dem Internet noch eindeutig zu ersehen. Heute haben die sich auch hinter wohltätigen Stiftungen versteckt. Wahrscheinlich aufgrund dessen, dass ich das mal so ein bisschen skandalisiert habe. Das Ehrenamt ist eben unverzichtbar und ja, gut. Ich habe das jetzt mal hier so ein bisschen ausführlicher gesagt, weil ich ja weiß, dass viele von Ihnen in genau diesen Bereichen arbeiten. Und dass Sie mal sehen, wo der Grund für Ihre Schlaflosigkeit und Ihr Zähneknirschen und Ihre Magengeschwüre herkommt. Die Außenpolitik wird auch privatisiert. Sie werden es kaum glauben. Es gab dieses Papier von der German Marshall Fund of the US und der Stiftung Wissenschaft und Politik. Neue Macht, neue Verantwortung von 2013, das auch in der Anstalt schon mal skandalisiert wurde im Zusammenhang mit der Münchner Sicherheitskonferenz. Ein Aspekt ist dann nicht beachtet worden. In diesem Gremium, was das vorbereitet hat, das Papier, saßen eben auch Ministerialbeamte aus dem Außenministerium und auch Politiker aus dem Außenministerium, aber auch unser lieber Herr Stefan Liebig von der Linkspartei. Und dort heißt es in diesem Papier, programmatisch, Originalton, ich habe jetzt nichts hier satirisch überzogen, Außenministerien haben schon lange kein Monopol mehr über die Definition und Umsetzung der Außenpolitik. Sie werden sich entwickeln müssen zu Impulsgebern und Netzwerkmanagern, die Meinungs- und Entscheidungsprozesse organisieren. Meine Damen und Herren, die von uns gewählten Außenpolitiker haben jetzt nicht mehr die Aufgabe, unseren Willen durchzusetzen, nicht einmal auf dem Papier, wenn das durchkommt, sondern sie müssen dann moderieren Entscheidungsprozesse, das ist Governance, an runden Tischen von Konzernen, Banken und so weiter. Und Politiker sind auch ein Teil davon. Medienmacht, noch ganz kurzes Schlaglicht. Es gibt ja keinen einzigen Top-Journalisten in Deutschland mehr, der seine Karriere nicht den transatlantischen Netzwerken verdankt. Nur ein paar Namen. Theo Koll, Werner Sonne, Tom Buro, Gerd Ruge, auch dieser nette Herr, Ulrich Wickert, dieser ganz nette Herr, Thomas Roth, Ulrich Wilhelm, Rolf Clement, der mit der knarrenden Stimme beim Deutschlandfunk, Peter Frey, Elmar Thewissen, Michael Kolz, Matthias Nass und bei dem Letzteren, der jetzt noch kommt, brauche ich da mit Sicherheit nichts mehr Neues Ihnen zu erzählen, Klaus Kleber, der wurde ja vorhin schon mal erwähnt. Finden Sie das gut? Ja, auf jeden Fall, was
ich komme jetzt zum Ende meines Vortrages und zwar noch mal kurz Europa. Europa ist ja nicht, wie behauptet wird, also diese EU meine ich jetzt, nicht Europa. Europa ist was Großartiges, aber diese europäische Krake namens Europäische Union ist nicht aus dem Wunsch der Völker entstanden, nach dem Ersten Weltkrieg sofort zu einem großen Volk zu verschmelzen, ein Volk Europa, sondern man hatte erstmal andere Probleme, sein Haus wieder aufzubauen, sich was zu essen zu holen etc. Das wusste auch die US-Regierung, deswegen hat sie über den CIA eine Tarnorganisation aufmachen lassen, American Committee for a United Europe, die dann Geld an scheinbare Massenorganisationen in Europa kanalisiert haben. Der Zweck war zunächst eine geostrategische Flurbereinigung der noch sehr schwächlichen westeuropäischen Staaten, dass die nicht den USA entgleiten und womöglich den Schmeicheleien der Sowjetunion verfallen. Die Funktion hat sich mittlerweile geändert, die Sowjetunion gibt es nicht mehr, mittlerweile geht es darum, ohne demokratisches Mandat marktradikale Diktate durchzudrücken von oben nach unten. Und die entscheidenden Dinge passieren auch nicht in dieser EU, sondern auch da sind die Macher hinter den Kulissen, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Da gibt es zum Beispiel den Business Roundtable in den USA, ein aggressiver Verein von CEOs, Chief Executive Officer. Das sind die Konzernlenker, die über die Tagespolitik hinausdenken und gucken, wie sie ihren Megakonzern langfristig weltweit platzieren können. Dieser Verein hat seit seiner Gründung 1972 jede vernünftige Maßnahme im Weißen Haus und im Kongress zu Fall gebracht. Europäischerseits Business Europe, der Dachverband europäischer Unternehmerverbände. Da sind BDI und BDA deutscherseits dabei. Da sind 1200 Mitarbeiter ständig beschäftigt, hauptamtlich bezahlt. Vorgaben dieser Verbände zu formulieren, zu lobbyieren und zu gucken, wenn sie dann Gesetzeskraft gewonnen haben, dann auch nochmal zu überprüfen, ob das korrigiert werden muss. Kann aber nicht so aggressiv auftreten, weil es ja sehr unterschiedliche Unternehmer vertritt. Und was beachtlich ist, meine Damen und Herren, TTIP, alle sprechen von TTIP. TTIP ist auf der Ebene der Unternehmerverbände bereits Realität. Seit 2013 gibt es einen Dachverband nordamerikanischer und europäischer Unternehmerverbände. TTIP hat hier schon stattgefunden. Er heißt Transatlantic Business Council. Transatlantic Policy Network. Auch es gibt ja nebenbei noch, dümpelt ja noch ein Europaparlament im verschlafenen Straßburg im Elsass vor sich hin. Das ist schon mal, spricht Bände, dass die nicht auch in Brüssel sind. Die Legislative soll ja die Exekutive, also das Parlament, soll die Regierung überprüfen. Wie sollen die das denn von Straßburg aus machen? Dort im Europaparlament gibt es ebenfalls eine transatlantische Organisation, die ihre Kollegen dafür gewinnen sollen, sich dieser transatlantischen Linie anzuschließen. Da sind deutscherseits dabei Elmar Brok von der CDU aus Gütersloh, liegt nahe, er ist einer der heftigsten Lobbyisten von Bertelsmann. Dann natürlich unser lieber Freund Rainer Bütikofer, dessen graues Haupthaar man neulich betrachten durfte bei den Jamaika-Verhandlungen. Dann haben wir noch Jo Leinen von der SPD. Und aber der wichtigste Vertreter nach meiner Meinung und auch nach seiner eigenen Einschätzung ist der European Roundtable of Industrialists. Der hat auch eine Webseite, wo er sagt, wir haben alle wichtigen Vorhaben der EU geschrieben und die wurden dann 1:1 übernommen. Ein praktisches, also da treffen sich jedes Jahr 50 handverlesene CEOs aus Europa, immer viermal im Jahr an dem Land, das gerade die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Und um ein Beispiel zu geben, wie es gelaufen ist oder wie es funktioniert, im März 2013 zitierte Frau Merkel François Hollande, den damaligen französischen Präsidenten, und Herrn Barroso,
den damaligen EU-Präsidenten, ins Kanzleramt. Dort saßen bereits rein zufällig 15 Herren vom European Roundtable of Industrialists. Die hatten einen Wunschkatalog dabei, den sie dann diesen Herrschaften und Damschaften vorgetragen haben. Und da entwickelte sich wie ein Pfingstwunder eine Working Group on Competitiveness von deutscher Regierung und französischer Regierung, also eine Arbeitsgruppe in Wettbewerbsfähigkeit. Ich dachte eigentlich, dass man so, dass Länder sich vielleicht solidarisch gegenseitig helfen. Die Ideologie der Marktradikalen geht aber darin, dass jedes Land das andere kaputt konkurriert. Das sieht man jetzt auch, wie Deutschland halt die südeuropäischen Staaten wirklich bis ihnen nur noch die Augen bleiben, zu weinen niederdrücken. Diese Competitiveness und das Regierungspapier, das da entstanden ist, das war damals noch im Internet. Jetzt hat man es entfernt nach Veröffentlichung meines Buches. Das fordert, die Europäische Union soll davon absehen, neue Gesetzesvorschläge einzubringen, die für Investitionen schädlich sind. Die Wirksamkeit öffentlicher Ausgaben muss zu jeder Zeit strenger Überprüfung unterliegen. Das Angebot an öffentlichen Dienstleistungen muss dem Wettbewerb durch Initiativen und Vorschlägen aus dem Privatsektor ausgesetzt werden. Es muss ein erstrangiges Ziel werden, öffentliche Ausgaben in Frankreich und Deutschland zu verringern. Ganz einfach mal so. Oh, warum? Wird nicht begründet. Öffentliche Ausgaben und öffentliche Regulierungen müssen solche Investitionen bevorzugen, die Wachstum erzeugen. Egal, wachst dich zu Tode. Erweiterung der öffentlich-privaten Partnerschaften kann die Effizienz im Bereich der Verkehrsplanung beträchtlich erweitern. Und jetzt denken Sie mal dran, was gerade mit den Autobahnen in Deutschland so angedacht wird, die Privatisierung und was da gerade gesetzlich durchgezogen wurde. Über TTIP müssen wir jetzt im Moment nicht so deutlich sprechen, weil der German Marshall Fund of the US ist ja aus der Deckung gegangen und hat in einem öffentlich annoncierten Artikel in der Zeit und anderen transatlantischen Kampfblättern geschrieben, wir müssen leider alle unsere Vorhaben für 4 Jahre auf Eis legen. Zumindest so lange, wie der Trump regiert, können wir das jetzt nicht durchziehen. Haltet durch, wir machen dann weiter. Wir haben jetzt mal eine kleine Pause, in der wir uns darüber Gedanken machen können, was wir denn jetzt dem entgegensetzen, diesem transatlantischen Druck. Zum einen möchte ich daran erinnern und ich möchte, dass Sie das alle auch wirklich mit nach Hause nehmen und überall sagen, wir müssen unser Erbe in Ehren halten. Unsere Altvorderen haben sich abgeschuftet unter widrigsten Bedingungen, damit es uns mal besser geht, aber nicht dafür, dass wir dieses Vermögen an den Roulette-Tischen der Börsen verjuxen. Wir müssen es... Wir müssen öffentlich-rechtliche und genossenschaftliche Wirtschaft und staatliche Wirtschaft in Ehren halten. Sparkassen zum Beispiel. Ja, Sparkassen sind wichtig, um Geld, was in der Region erzeugt worden ist, in der Region zu halten und den Menschen wieder zugutekommen zu lassen und nicht das irgendwo verjuxen zu lassen in irgendeinem Staudammprojekt von Brasilien. Und Landesbanken haben auch eine Funktion. Das ist sozusagen ein Schutzwall gegen die feindliche Übernahme von ganzen Regionen durch Globalkonzerne. Und da wird jeden Tag gefeiert, jetzt haben wir wieder die Landesbank abgeschossen und die Landesbank wird jetzt privatisiert. Wehren Sie sich mit allen Kräften dagegen, allein im Namen Ihrer Vorfahren, die sich abgeschuftet haben, all diese wunderbaren Sachen, Arbeiterbewegung und Bildungsbürgertum gemeinsam auf den Weg zu bringen. Was war eine wunderbare Leistung. Das kann man verbinden. Wir haben gute Chancen. Wir können das verbinden mit weltweiten Bewegungen. Schon jetzt arbeiten 800 Millionen Menschen auf dieser Erde in Genossenschaften und haben sich aus dem Hamsterrad des Marktradikalismus befreit. Damit müssen wir uns kurz schließen. Und schließlich noch, tut sich auch was, wo ich dachte, ob ich das noch erleben darf. Ja, ich darf es erleben. Es ist wohl eine Götterdämmerung dieses Systems jetzt in Sicht.
nämlich China und Russland reichen uns die Hände und sagen, wir können zusammen ein schönes, wohlhabendes Eurasien aufbauen. Das Seidenstraßenprojekt ist sehr wichtig und es wird, muss ich Ihnen sagen, intern schon längst in den Banken und so weiter abgesprochen. Nicht, dass wir schon wieder draußen stehen und aus dem Besitz der US-Amerikaner gleich in den Besitz der Chinesen übergehen, sondern wir müssen uns kreativ einbringen. Wir müssen sagen, was wir dabei haben möchten bei dem Deal. Dazu müssen wir aufgeklärt sein und wissen, worum es geht. Und ich denke, ich wünsche mir, dass wir alle nicht länger aus der Froschperspektive gucken, sondern jeder von uns ist jetzt ein Staatsmann und überlegt, wie kann man weltweit das Ganze voranbringen. Es gibt Zukunft und Hoffnung und in diesem Sinne vielen Dank, meine Damen und Herren.